Recht herzlich willkommen zur 74. Folge von City Skylines. Und unser Verkehrsproblem ist noch da in dem Sinne. Haben wir ja letztes Mal aufgehört, da weiterzumachen. Jetzt schalten wir mal gerade um. Ich hatte vor, hier noch eine, hier so ein Dreieck zu machen, aber ich habe mir dann überlegt, dass wir das vielleicht nicht machen, sondern dass wir diese Verbindung wirklich so herstellen. Diese Verbindung nach da herstellen. Und hier sollte das dann mit einer Brücke, also hier lang ist schon richtig, denke ich, hier nach links und geradeaus ins Verkehr und hier mit der Brücke rüber. Das wird vielleicht Sinn machen. Aber das müssen wir jetzt erstmal basteln. So, und dafür müssen wir jetzt hier gucken. Diese Straße ist im Prinzip richtig angeschlossen. Diese hier. Ne, die ist auch nicht richtig angeschlossen, die muss hier mehr rüber. Und dann würde ich schon fast sagen, das kriegen wir mit einer Brücke schlecht hin, oder? Doch. Brücke müsste hier lang gehen und dann darüber, ne, oder? Müssen wir ausprobieren. So, was haben wir hier für eine Straße? Dreispurig, oder was ist das? Sieht man hier jetzt nicht, oder? Doch, da drei Schilder müsste dreispurig sein, oder? Sieht man wahrscheinlich nur so, ne? Dreispurig mit Seitenstreifen. Und hier kommt eine mehrspurige Straße an. Auch schön. Gut. Das würde bedeuten, ich würde jetzt erstmal anfangen, hier eine mehrspurige Straße zu machen. Autobahntechnisch. Ja, würde ich schon fast sagen, ne? So. Ich würde mal sagen, wir fangen da so an und gucken, dass wir die hier irgendwo rüberkriegen. Irgendwo war sie gerade blau, oder? Da war sie irgendwo gerade blau. Da. Machen wir. So. Bedeutet es, dass wir diese hier unten abreißen müssen. Ich weiß nicht, was wir da jetzt abgerissen haben, aber irgendwas Falsches wahrscheinlich, aber ist jetzt nicht so wild. Ich reiß es komplett ab hier. Dann werden zwar die Wohnhäuser daneben an auch alle wegkommen. Aber zurzeit sehe ich irgendwie das nicht als positiv an. Wäre schön, wenn die ein bisschen geschwungen ist, ne? Na, so geschwungen auch nicht, sondern so geschwungen ist richtig, ne? Ja. Und dann gehen wir da einen tiefer. Kriegen wir das hin, ohne irgendwas abzureißen da? Boah, das ist ja jetzt krass hier, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es. So, das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier nur einen Anschluss hinkriegen. Das bedeutet, dass da unten abreißen, bedeuten, ne? Ich weiß. Diese Autobahn, aber da unten angedockt. So. Jetzt fahren sie auch schon wie verrückt da drauf. Sind glücklich zufrieden. Bisschen drehen, bisschen rauszoomen. Einmal diese Karte machen. So. Die kommen jetzt von da, fahren da rüber und da drauf. Können dann da abfahren ins Stadtgebiet rein, wo sich schon alles hier wieder staut. Aber erstmal gut, denke ich.
So, und diese Straße geht nach da weg. Und die geht nach darüber zu diesem kleinen Gebiet hier. Das ist also auch nicht die richtige Straße. Dieses nach darüber ziehen. Dieses nach darüber ziehen. Dann würde ich sagen, reißen wir hier erstmal ab. Das machen wir auch noch weg. Und dann gehen wir damit der Straße los. Ja, machen wir so. So und nicht hoch, nicht runter, sondern hoch. Und dann müssen wir das alles wegreißen. Boah, schon ziemlich viel, was weg muss, ne? Das Gebäude muss ja sowieso weg hier. Also, Abrissbirne ran. Okay, nein. Dieses Gebäude können wir uns nicht leisten, müssen wir es abreißen. Also das. Gut, das geht erstmal. Dann baut uns da keiner mal was für die Nase, glaube ich. Jetzt hat er den Bagger gehabt, ne? Ist klar. So, das haben wir schon mal geschafft. Da geht's auch. So, und dann geht's da runter. Und wir müssen einmal gucken in den Straßenfluss, damit ich das besser sehe. Dieses alles weg. Bagger raus. Bagger raus. Weg, weg, weg. Und dann Straße hin. Stopp, da war's. Wo war's? Komm, raste Nummer 1, genau. Und runter und dran. So. Hier fahren sie wie bekloppt und stehen in der Ausfahrt. Alles klar. Ja, schade, ne? Verkehr läuft. Wirklich super. Schon knallerot hier. Ja, das hat ja gut geklappt, ne? Wenigstens ist die Gegenspur grün. Gut, das bedeutet, hier müssen wir noch dran arbeiten weiter. So, diese Straße soll aber damit angebunden werden, ne? Weil zurzeit fahren alle da lang, kann das sein? Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das noch hinkriegen, ne? Ja, das heißt, hier reißen wir wieder ab erstmal. So. Und dann diese, genau, aber wir müssen von da kommen. Das heißt, ich muss hier unterbrechen. Das heißt, da abreißen. So, da gibt es gerade keine Auffahrt. So, dann müssen wir... Muss das auch noch weg. So. Und jetzt...
Und da müssen wir aber schon hoch, ne? Hoch, nicht runter, hoch. So. Wunderbar, oder? Läuft. So, jetzt müssen wir hier hinten noch. Von da nach da verlängern. Und alles gut ist. So, Einfahrt gewährt. Ausfahrt das nächste Problem jetzt. Und dann müssen wir da wegreißen. Das weg, das weg, das weg, das weg. So. Von da müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. Und da kommen wir nicht dran vorbei. Das heißt, da müssen wir hier hoch. Und dahin. So, sollte passen, oder? Der erste fährt schon, der zweite auch. Gut. Dieses Teilstück hier ist noch über diese Straße angeschlossen, oder? Ich glaube schon. Ja, sieht so aus. So, da geht's lang. Das heißt, hier geht's nicht mehr lang. Diese Straße ist derzeit eine Sackgasse. Da unten auch eine. Das heißt, das müssen wir hier ändern. Ich glaube, das ist eine Einbahnstraße oder sowas, ne? Warte mal, das Ende machen wir weg. Und das würde ich auch mal gerade erstmal wegmachen. Und das für eine Straße mit Bäumen, aber die Bäume können wir knicken, weil, ne, Industriegebiet und Bäume schlecht. So eine, oder? So. Reißen wir das Stück weg? Ja, machen wir weg erstmal. Was daraus wird. So, die sind schon mal angebunden. Jetzt diese andere Seite noch. Habe ich jetzt wieder, glaube ich, mit Bäumen gebaut, oder? Kann das sein? So, passt. Gibt es irgendwelche Enden, die nicht verbunden sind? Ich glaube, es gibt keine Enden, die nicht verbunden sind, oder? So, der Fluss geht da drauf. Der Fluss geht dahin. Und hier ist zurzeit das Problem, obwohl hier standen sie auch schon mal, das ist weniger geworden. Da müssen wir dann schauen, wie es besser wird, ne? Da fahren sie irgendwie nur in einer Richtung, kann das sein? Da ist noch ein Feuer ausgebrochen. Weg. Das zweite Mal wohl irgendwie ein Feuerproblem. Das war ein gutes Haus, was mit weggegangen ist gerade. Ist es das? Nö. Das. Passt. Okay. Gerade ziemlich viele große Häuser, die wir auch abreißen müssen. Wir haben auch gerade miese im Einnahmen. Das Haus war gerade falsch. Ja, hier müssen wir auch noch dran arbeiten, wie man sieht. Okay, da ist irgendwas mit Feuer. Müssen wir dann auch mal kontrollieren, warum die...
Jetzt haben wir da eine schöne Straße abgerissen, ne? Shit. War die sechsspurig? Wahrscheinlich, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Kreuzung etwas besser angebunden. Ist immer noch nicht optimal. Staut sich's hier. Diese Querstraße ist jetzt ein Problem, oder wie sehe ich das? Ja, da müssen wir nochmal genau überlegen, was wir da machen. So, hier sieht es ja einigermaßen aus von der Seite aus. Hier entspannt es sich, glaube ich, noch ein bisschen. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Gucken, wie wir das hier gemanagt kriegen. Ja, das zieht alles nach hier oben noch. Okay, da müssen wir nochmal schauen, wie das geht, dass das besser wird. Hier ist auch wieder so ein Nadelöhr bei den, sag schon, Mülldeponien. Ja, wieder einen Schritt weiter, würde ich sagen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und das gefällt mir. Jetzt ist noch hier dieses hier. Da müssen wir noch dran arbeiten. Hier muss es drunter hergehen nach da. Und da ist es aber auch schwierig. Der abfließende Verkehr hier hinten ist auch noch recht schäbig. Diese Auffahrt jetzt noch optimal ist, ist eine andere Frage, ne? Ja, müssen wir schauen. Hier ist auch alles rot. Gut, für die Folge würde ich aber sagen, reicht's erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.